Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren White Art Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir ein richtig großes Monster gesehen, also ein großes Kimono. Das will uns wahrscheinlich an den Kragen. Heute ist es wahrscheinlich auch unser Job, dieses Vieh zu Fall zu bringen. Ich habe ja gesagt nach dem letzten Mal, dass ich mir noch hier diese eine Waffe holen wollte, und das habe ich auch getan. Ich muss das Teil nochmal neu justieren. So. Ja. Das ist eigentlich auch schon so alles, was man wissen muss. Ich muss bei dir noch eine Quest abgeben. Hast du dieses gigantische? Das selbstgefällige Lächeln steht dir. Danke. Was? Den auf der Seeleninsel? Ja, das war ein Huhn. Nimmst mich doch auf den Arm, oder? Es war einfach nur ein Huhn. Du meinst das ernst, oder? War es wirklich das gleiche Kimono wie damals? Der Vogel, den ich erlegt hatte, überragte mich um das Zehnfache. Das genügt, Ujishige. Dieser Vogel war so gigantisch wie eure Märchen und wird mit jedem Mal größer. Oh. Ich erzähle euch, was damals wirklich auf der Seeleninsel geschehen ist, als die Federkralle angegriffen hat. Ujishige begleitete tatsächlich eine Gruppe von Sammlern. Und es wurde ein Kind beinahe von einem Kimono entführt. Aber was die Geschichte unseres alten Samurai angeht, dass er es besiegt hätte, nun... Naja, du weißt doch, ich versuche nur mit großen Taten zu inspirieren. Auch wenn es nicht ganz meine eigenen waren. Lügen haben kurze Beine, Kollege. Und inspiriert habe ich wirklich. Du hast nun selbst etwas zu prahlen. Hier, ich hatte dir doch etwas versprochen, falls du die Federkralle erlegst, die seit unserer Begegnung damals nicht aufgehört hat zu zittern. Na dann, ich habe noch etwas zu erledigen. Bis später. Gut gemacht, Boss. Ihr wusstet, dass es erfunden war? Das damals fast entführte Kind war ich. Zu meiner Schande. Ich hatte mich in dem Boot versteckt, mit dem mein Vater und die Jäger an jenem Tag zur Insel fuhren. Als ich aussteigen wollte, tauchte plötzlich die Federkralle wie aus dem Nichts auf. Sie hatte es auf mich abgesehen. Während die anderen Jäger nach ihren Waffen griffen, suchte Ujishige Deckung. Ich war starr vor Angst, aber er packte mich und wir versteckten uns im Boot. Er behauptete, ich sei ihm damals im Weg gewesen und er habe mich einfach spontan unter den Arm geklemmt. Ja, sicher. Aber ich glaube, er wollte verhindern, dass mir in dem Getümmel etwas zustößt. Die anderen Jäger haben ihm danach die Hölle heiß gemacht. Sie waren stinksauer, dass er sie im Stich gelassen hatte. Er hat ein großes Herz, wisst ihr? Aber er gibt auch gern an. Nehmt es ihm nicht übel, ja? Ihr könntet gute Freunde werden. Keine Sorge, ich nehme es ihm nicht übel. Ist. Er hat dich ja beschützt. Das ist doch was Gutes. Aber erstmal eine Lügengeschichte erzählen, dass er das Vieh erlegt hat. War klar. Na gut, der Gockel, der war jetzt auch nicht so das Riesenproblem letztes Mal. Im Übrigen hoffe ich natürlich, dass wir nicht wieder Standbilder haben wie beim letzten Mal. Ich habe ein bisschen an den Grafikeinstellungen nochmal rumgespielt. Ja, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, hier auf der Karte am besten. Irgendwo müsste das ja stehen. Ach ja, wir können uns hier auch nochmal was gönnen. Stimmt ja. Ich glaube mal hier die Lebensverbesserung hier, die gönne ich mal. So, ich wollte aber eigentlich hier nach Aufträgen gucken. Ne, nicht das. Aufträge der Fischerszunft. Das kommt man doch irgendwo nachgucken. Ja, das Vieh war das übrigens, der Gockel. Beim letzten Mal hatten wir diese beiden hier fertig gemacht. Den hier finde ich immer noch knuffig. Ach, wenn ich mehrere töte, kriege ich Informationen über die. Ach, noch ein Grund mehr, die zu jagen. Nur den da bitte nicht. Wir folgen einfach mal dem Symbol. Das wird schon wissen, wo es mich hinführt. Ja.
Wenn es Standbilder gibt, bin ich traurig heute. Sage ich jetzt schon mal. Ich habe wieder an den Einstellungen herumgespielt. In der Hoffnung, dass es jetzt heute besser wird. Wo muss ich lang? Ich hab doch... Ich Esel hab doch eine Karte. Ihre Leistungen übertreffen die unseren. Danke. Man wird in unserem eigenen Elternhaus über uns lachen. Ach, ich kann Jagderfolg berichten. Warum setze ich meine Maus jedes Mal in die Mitte des Bildes? Das macht das manchmal echt buggy. Falsche Taste erstmal erwischen. So, bereit für die Schlacht. Die ganze Stadt kommt zusammen, um sich dieser Katastrophe zu stellen. Und doch habt ihr die wohl schwerste Aufgabe. Seid ihr bereit für den bevorstehenden Kampf? Nein! Ich bin definitiv nicht bereit. Können wir euch in diesem Fall um einen Moment eurer Zeit bitten? Wir möchten euch etwas erklären, bevor ihr in den Kampf zieht. Dann erklär mal. Wir haben uns um Hilfe für Minato bemüht. Doch alle Clans sind in die tosenden Kriege im Westen verwickelt. Alle haben uns abgewiesen. Selbst unser eigener Clan verweigert die Hilfe. Nicht einmal das Oberhaupt des Ago-Clans, unser Vater, hat das geringste Interesse an Minato. In ihren Augen ist Minato wertlos. Dem Untergang durch Kemono geweiht. Ein Schicksal, dem auch wir, ihre Verwalterin, erliegen sollen. Vergebt uns. Das alles ist jetzt nicht von Bedeutung. Wir sind machtlos. Und können nur niemand ist machtlos. Ihr seid nur machtlos, wenn ihr aufgibt. Zu unserer Schande besitzen wir nicht einmal ein Schwert. Wir haben also keine andere Wahl, als euch, jemandem aus der Fremde, Minatos Schicksal aufzubürden. Wir bitten euch, uns zu retten. Wir bitten euch, unsere Heimat zu retten. Okay. Ich werde überhaupt nicht 10-mal dem Vieh krepieren. Es ist bald hier. Okay, die Kanone ist einsatzbereit. Ich hoffe nur, sie hält durch. Eine Schlacht wie diese hat sie noch nie miterlebt. Mit so einer kleinen Kanone soll ich das Biest in Grund und Boden treten. Doch dafür ist es wohl nun zu spät. Viel Glück. Danke, ich werde es brauchen. Ich wüsste nicht mal, welches Schwert ich ausrüsten soll vom Element her. Man kann die Maus mal aufhören, sich in die Mitte zu backen. Sag ich doch. Da ich forsche in das Vieh, dass wir jagen werden. Verschafft uns etwas Zeit. Ich weiß, ihr packt das. Wovon träumst du nachts? Ist klar, dass ich damit nicht zielen kann, ne? Noch nie benutzt. Ich hab einen Treffer gelandet! Ich glaube, jetzt ist es nur sauer. Der denkt sich auch nur, was ist das denn für eine Schmeißfliege? Lass mich doch in Ruhe.
Ich bin so im Arsch. Eher auf das, da soll ich ziehen, ne? Ich sehe nichts. Hui! Ich gehe mal näher ran. Sonst treffe ich ja nie. Autschen! Als ob das ausreicht, um dich down zu bekommen. Ich bitte dich. Vor allen Dingen, ich kann halt wirklich nur schießen damit. Ich habe keine speziellen Fähigkeiten damit. Das ist doch ein Riss im Körper, oder nicht? Wenigstens scheint der nichts gegen mich zu haben. Nur gegen das Dorf. So, höher kann ich mich nicht stellen. Ich kämpfe hier mit einer verdammten Kanone gegen einen Berg. Wie, ich kann es von hier aus nicht treffen. Hast du mal gesehen, wie groß es ist? Ach, ich kann gedrückt halten. Ping, ping, ping. Ein Moment mal, eine Sache eben kurz. So. Hallo? Ich wollte nur die um 10 Laute haben. Sonst höre ich die ja gar nicht. Stellt er einfach direkt das auf Maximum. Mal, wie viel habt ihr denn hier aufgestellt? Ihr hattet auch den Anden ganzen Tag nichts Besseres zu tun, ne? Bitte sagt, dass ihr jetzt auch mal anfangt zu schießen. So, wo ist denn dieser Berg? Ich sehe ihn irgendwie noch nicht. Kann ich ein bisschen erstmal futtern. Ich glaube, ich sollte vor allen Dingen meine Verteidigung hier hochsemmeln. Ach, kommst du auch mal vorbei? Treffe ich von hier überhaupt? Ich kann von hier aus treffen. Aber Hauptsache von da hinten aus schreien, du triffst doch niemals. Das hau ich weg.
Der schlägt ja nicht mal zurück. Ey, irgendwie fühle ich mich schuldig. Ich greife ihn an und er tut eigentlich nichts. Ich weiß, der will das Dorf zerstören, wenn auch unabsichtlich. Aber trotzdem, vom Prinzip her greife ich ein unschuldiges Lebewesen an. Mal, wann gehen denn die Dinger kaputt? Es dauert ja Ewigkeiten, bis so ein Ding mal bricht. Na, und bei euch so, Leute? Ich spiele gerade in Schießsimulator. Mit unbegrenzter Munition. Ich glaube, ich sollte, wenn, eher auf das obere Ding zielen. Ich kann nicht höher zielen, Leute. Dir schieße ich neues Arschloch! Leute, Feuer frei! Ich schieß erstmal das obere kaputt. Das scheint ihn gejuckt zu haben. Als ob du jetzt schon umfällst. Was bist du denn für eine Lusche? Guckt mal, Leute, er fällt. Ja, das ist eure Chance. Verpasst sie nicht. Nutzt eure Flugleine, um näher heranzukommen. Habt ihr schon im Voraus ein Ding auf ihm platziert? Oh, jetzt hüpft doch. Wann habt ihr das Ding auf ihn drauf platziert? Gute Arbeit. Zeigt keine Gnade. Ja, ich stelle mich mal daneben und schieß drauf. Er hat keine Chance. Wie kommt es, dass mir dieser Sturz keinen Schaden macht? Aber wenn einmal so ein kleines Steinchen aus dem Boden kommt, da verliere ich halbes Leben. Wie gesagt, hier verpasse ich ein neues Loch zum Kacken. Auch wenn ich mich wirklich vollkommen schuldig fühle. Weil wie gesagt, er will ja eigentlich nur eine neue Heimat finden. Wisst ihr, an was für eine Art von Kampf mich das gerade erinnert? Von Monster Hunter World, dieser riesige Berg. Der ist ja auch eigentlich nur gewandert. Okay, schieß mich dann mal da hoch. Oh, warte, geht ja nicht. Ja, von wo aus komme ich denn da drauf? Ich weiß nicht mal wohin. Ich spüre, wie die Beben immer näher kommen. Dass diese Last allein auf euch lastet, schmerzt uns. Danke! Oh. Hier sind neue Lebewesen, die musste ich kurz fangen. Tut mir leid, werte Prinzessin. Das hatte Vorrang gerade. Ich erinnere mich jetzt gerade nur nicht an den Namen von diesem einen riesigen Vieh. Das war halt wirklich einfach nur ein wandernder Berg, der vom Prinzip her nichts getan hatte.
Okay, Filmsequenz incoming. Fängt sie jetzt endlich an zu kämpfen? Wieso klappt das bei mir nicht? Bin ich hier nur reingeraten? Nimm das. Ja, gut gemacht. Jetzt nachladen. Beeilt euch. Das könnte funktionieren. Irgendwas mehr als meine Kanone. Wusstet ihr, dass er einfach nur böse guckt? Jetzt kommt's! Es kann Kung Fu! Was für ein außergewöhnliches Wesen! Ich brauche einen Drink. Denkt er sich. Können wir drüber reden? Das ist nicht dein Ernst. Ich will mich darüber unterhalten. Wenn es die Stadt erreicht, ist es vorbei. Welches Schwert habe ich gerade überhaupt ausgerüstet? Ich habe das vor dem Steam nicht nachgeguckt. Wie genau soll ich dich bekämpfen? Will mir das nochmal einer kurz erzählen? Einfach auf die Hand draufhauen, ne? Aua. Ich hau dir einfach mal auf die Nase. Stellt euch vor, die Nase ist so gigantisch und ihr kommt trotzdem nicht dran. Warte mal, ich probiere mal was. Näher ran. Hammer los! Ich glaube, das hat ihn wenig gejuckt. Komm her, Nase! Ich kann auch nichts anvisieren, ne? Ich habe das Gefühl, ein Bogen wäre hier besser gewesen. Wir testen was! Ja, wie soll ich das denn verhindern? Holt mehr Pulver. Indem ich ihm die Arme abpacke. Ich kann ja nicht mal so weit hauen. Und mein Tor hat ihn auch nicht gejuckt. Okay, ich habe ihn eine Hand gebrochen. Auf die andere Hand. Okay, jetzt sieht man zumindest mal die Tatzen. Auf ihn draufklettern kann ich nicht, ne? Warte mal, ich weiß, wo ich angreifen muss. Du bist nicht ernsthaft schon tot, oder?
Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Verzeih. Warum dachte ich, du wärst gefährlich? So groß und dann ist er so billig. Also klar, das Dorf hat mitgeholfen, aber trotzdem war der billig. Der hat ja gar nichts ausgehalten. Ich glaube, Sura Magdorov hieß der Berg übrigens. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ist es geschafft? Scheinbar. Das war eine absolute Volllusche. Hey, hey, Leute, wir haben gewonnen. Gewonnen! Ja! 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 Jetzt hoffe ich nur, dass es damit endlich vorbei ist. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Ich bin erleichtert, dass ihr nach so einem Kampf wohlbehalten zurück seid. Ujishige hat mir von euren Taten erzählt. Ihr habt dieses gigantische Kemono allein besiegt, nachdem die Verteidigungsmaßnahmen aufgebraucht waren. Prinzessin Toga möchte mit euch sprechen. Sie sagte jedoch nicht, warum. Ich habe mal die Maus gerade weggemacht. Obwohl, nee, dumme Idee. Ich brauche die gleich wieder. Findet mich bei der Schmiede, falls ihr mich braucht. Vielleicht nervt sie mich jetzt nicht mehr. Ein Moment. Ich versuche ja nur was gegen mein Problem mit der Maus im Bild zu machen. Also ihr habt sie nicht, aber ich hab sie und es nervt mich. Ohne deine Unterstützung würde dieser Sake in seinem Fläschchen verkümmern. Also auf dein Wohl. Prost. Das Vieh war nicht der Rede wert, mein Freund. Es war wirklich nicht der Rede wert. Ihr habt uns einen wahrhaft unbezahlbaren Dienst erwiesen. Wir wagen nicht einmal daran zu denken, wie es ohne euch ausgegangen wäre. Als Verwalterin von Minato werden wir für immer an eurer Schuld stehen. Wir möchten euch entlohnen, aber... Das Lächeln der Menschen ist mein Lohn. Wir verstehen. Eure Zurückhaltung spricht für euch. Ihr kennt aber die Umstände. Uns wird keinerlei Befugnis über die Angelegenheiten in Minato zugestanden. Was können wir also tun? Ach, natürlich! Ichi? Ihr habt gerufen, Prinzessin? Geht's dir denn besser? Du warst doch der gerade eben verbunden war. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, dass Minato es wieder ausrichtet? Ist nicht einst nach dem Tod eines mächtigen Kemono die ganze Stadt zusammengekommen, um in einer Zeremonie seinen Geist zu ehren und zu erlösen? Ja, Prinzessin. Eine ausgezeichnete Idee. Erlaubt mir, diese Angelegenheit mit den Ältesten zu besprechen. Ich bin mir sicher, dass sie euren Vorschlag begrüßen werden. Zumal die wiederbelebten Karakuri das Interesse an unseren alten Traditionen geweckt haben. Sehr gut. Ein fabelhafter Vorschlag, nicht wahr? Falls das Fest stattfindet, solltet ihr es in vollen Zügen genießen. Danke, das wäre dann alles. Ihr dürft mir ruhig eine Gratis-Mahlzeit ausgeben. Wir werden alle notwendigen Vorbereitungen für die Feier treffen.
Ihr solltet euch etwas ausruhen. Das werde ich. Kommt bestimmt jetzt instant noch eine Sequenz. Darüber gibt es bestimmt zigtausend Memes hier. Wie das Vieh bei den Eingeborenen hier jetzt rüberkam und wie schwer das Vieh jetzt eigentlich war. Ihr habt ja gesehen, das Vieh, das hat ein paar Steinchen aus dem Boden geholt und ein-, zweimal zugeschlagen. Das war so schnell tot. Ich will nur kurz gucken. Und da ist halt auch tatsächlich direkt die Waffe von dem. Eine Erdwaffe. Ich mach die mir mal. Wenn ich kann. Nein, mir fehlen ein paar Spiegelsteine. Und hier seht ihr übrigens, dass ich das Windschwert mir auch gemacht habe. Wie sieht denn die Rüstung von dem aus? Das ist denn nicht, ne? Das ist die vom Lavarücken. Ich hätte mir die so basteln müssen. Okay. Wartet, erstmal hier gucken. Ich hatte die Wasserklinge ausgerüstet. Ich habe keine Ahnung, was für eine Schwäche das Vieh gehabt hat. Ich glaube, dafür muss ich das erst ein paar Mal gejagt haben, dass ich hier Aufklärung bekomme, was die Schwächen von den Biestern sind. Ich kann gerade irgendwie nicht in das eine Menü. Warum auch immer. Ich speichere mal. Ist mir gerade irgendwie verwehrt. Ach, damit ich nicht schnell reise. Deswegen wahrscheinlich. Die Feierlichkeiten, hoffe ich. Den Aufzeichnungen zufolge wurde das Fest der Wiederkehr zuletzt vor mehr als 100 Jahren abgehalten. Aber der Zufluss an Himmelsfäden von der Seeleninsel war bereits schwach. Dass es ordentlich abgehalten wurde, ist bestimmt noch länger her. Nehmt ihr nicht teil? Das habe ich vor. Ich habe nur noch ein paar Nachforschungen zum Kunin Arashi angestellt. Anscheinend hat der Erdspalter etwa 10 Jahre lang in einer Region nördlich von hier geschlafen. Er ist wohl weit gereist. Vorbei am heiligen Berg und dann auf dem blütengesäumten Weg nach Südosten, vermutlich auf der Suche nach Himmelsfäden. Die Wunden, über denen die Kocho schwirrten, entstanden wohl auf dieser Reise. Und letztendlich fand das Tier sein Ende durch menschliche Jäger. Ich nehme an, der Bär konnte kein geeignetes Jagdgebiet finden. Entweder das oder der Bestand an Himmelsfäden in ganz Azuma schwindet. In dieser Region tobte vor etwa 15 Jahren ein fürchterlicher Krieg. Riesige Wälder brannten und viele Kemono mussten sich neue Lebensräume suchen. Diese territoriale Expansion hat die Menschen von hier vertrieben. Wenn die Schwankungen der Himmelsfäden zu einer erneuten Kemono-Unruhe in der gesamten Region führen, dann... Nun, ich werde meine Nachforschungen fortsetzen. Und ihr solltet weiter auf euch aufpassen, wenn ihr auf die Jagd geht. Okay, wird gemacht. Natsume hat nach euch gesucht. Wisst ihr was? Ich lasse den Avatar kurz aus dem Bild. Ich werde wahrscheinlich gleich sowieso wieder in ein Gespräch verwickelt. Spätestens, wenn wir auf dem Fest sind. Da. Ich habe mit Sequenzen gerechnet. Ich warte einfach auf die erste Sequenz. Aber
Warum schleicht ihr euch jetzt nicht an jemand anderen heran? Ah, okay, du kannst nicht gut mit anderen Leuten. Okay, verstehe schon. Was für ein wundervoller Tag. Und jeder weiß, wem wir das zu verdanken haben. Es hat etwas wehgetan, all mein Schießpulver zu spenden. Aber die heutigen Verkäufe mildern den Schmerz. Ihr werdet Minato doch auch weiterhin mit eurer anregenden Gesellschaft beglücken, oder? Ein Gewinn für uns alle. Ich werde es versuchen. Da wird einem ganz warm ums Herz. Hast du was macht das Geschäft, Boss? Der Sake heute ist süß. So ein Fest. Das glaube ich dir. Lang nicht mehr gegeben. Ich will das in vollsten Zügen genießen. Und die Maus ist schon wieder in die Mitte gebackt. Ich will erst mit allen reden, die reden wollen. Da vorne will noch einer reden und dort in dem Eck wollte noch einer quatschen. Ach, die Prinzessin. Stattfindet. Es ist erfreulich zu sehen, wie ihr euch amüsiert, auch wenn wir kaum mehr geleistet haben, als einen Vorschlag zu unterbreiten. Unsere Unterhaltung kann euch wohl kaum Vergnügen bereiten. Bitte, verbringt die Zeit mit Freunden. Das werde ich. Mit die da hinten habe ich auch noch nicht geredet. Ihr seid dieses Fest, erinnert mich an. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht an lang vergangene Zeiten. Ich sehe mir das lieber von hier aus an. Aber ihr solltet das genießen. Ich bin mir sicher, dass die gesamte Stadt heute mit euch feiern möchte. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wie heißt dieser Tanz? Ein herrliches Fest, nicht wahr? Na, sieh mal einer an! Der Held des Tages höchstpersönlich! Genießt ihr das Fest? Was tragt ihr da? Ich bin erfreut, dass ihr fragt. Ich bin das Oberhaupt der Fischerzunft und so etwas wie ein Ältester in Ausbildung. Wir Ältesten bereiten solche Feste vor. Das hier ist meine zeremonielle Bekleidung. Oh! Ich mache mich besser auf den Weg. Die anderen Ältesten werden wütend, wenn ich nicht bald zurückkehre. Ich fange mir sicher Ärger ein. Also bis später. Kein Problem. Wir sehen uns später. Hier drüben. Du willst eine Sequenz, okay. Da ihr fremd seid, hatten euch einige Menschen... Oh, die Frisur steht dir. Aber nun... wird euch jeder akzeptieren müssen. Ich bin zufrieden als Fremder. Bitte sag das nicht. Die meisten Menschen hier in Minato sind Fremden gegenüber offen. Der Gedanke, dass Außenstehende anders behandelt werden sollten, ist uns fremd. Immerhin waren ja die meisten Leute selbst einmal fremd in dieser Stadt. Früher einmal lebten in Azuma jede Menge Jäger und sie alle unterstützten einander. Als später die Samurai an die Macht gelangten, wurde dieser Landstrich zu einer Provinz unter der Herrschaft eines Shugo-Gouverneurs. Die Samurai trieben die Jäger immer weiter gen Osten, bis sie, am östlichen Ende der Region angelangt, nur noch nach Minato zurückweichen konnten. Generationen von Jägern haben hier gelebt und sich unter diejenigen gemischt, die nach Minato kamen, um der Herrschaft der Samurai zu entfliehen. Und jetzt seid ihr hier, mit eurer beeindruckenden Gabe, Karakuri beschwören und kontrollieren zu können. Vielleicht seid ihr die Person, auf die Minato so lange gewartet hat, die uns aus unserer Not befreit. Das liegt sicher daran, wie ihr über die Verdrängung der Menschen durch Kemono denkt. Dies hat euch die Kraft verliehen, den Riesenbären zu erledigen. Ihr habt uns schon zum zweiten Mal gerettet. Nun ja, gefällt euch das Fest bislang? Das Ritual der Wiederkehr am Altar wird bald beginnen. Der Spaß ist noch nicht vorbei, oder? Ihr habt noch ausreichend Zeit, um das Fest zu... Oh, ihr seid... Also, ich bin... Ist einfach nur, ich könnte noch mal mit einreden. Hey,
Verstehe. Ja, ja, dann hast du es vergessen? Ja. Ja, wir treffen uns auch mal da. Ich mach das. Ja, sehr gut. Oh. Ich bin hier noch mal auch aufgeregt. Ja, ja. Schön. Ah, hier. Sieh mal. Es fängt an. Gerade noch rechts. Oh, mein Controller vibriert. Ich weiß, wie falsch das klingt. Ihr habt sehr schöne Masken. Feuer befreit den Geist. Der Geist der Bestie kehrt zurück in den Himmel und wird ruhen bis zur Wiedergeburt in einem neuen Körper. Es ist einer der ältesten Bräuche in Minato. So ein verdammter Blödsinn. Vergiss das nächste Leben. Wir haben schon genug in diesem zu tun. Nicht wahr, Boss? Oh, seht doch. Der nächste Unhold. Ist das? Die Sonnenschwinge. Sie ist uns noch nie so nah gekommen. Hm. Also es ist kein Böser. Für unsere Stadt sein. Minato wird aufblühen, wie in alten Zeiten. Vielleicht sogar noch mehr. Guten Morgen. Zeit uns die Störung. Seid ihr wach? Es gibt eine Nee, ich bin noch im Halbschlaf. Wir mit euch besprechen müssen. Okay. Ich wollte jetzt aber endlich mal hier gucken. Gargoyles. Kann ich wieder was Neues basteln? Okay, die könnte ich verbessern. Der Einmachkuch, den wollte ich mir auf jeden Fall gönnen. Einmachkrug. Ja. Stellen wir den mal da in das Eck. So. Schmeißen wir mal einfach mal rein, was wir gerade bei uns haben. Das funktioniert so schon. Keine Sorge, Leute. Hier wollen echt viele Leute mit uns reden. Na gut, zuerst die Prinzessin. Bitte lasst mich euch noch einmal von Herzen für eure Taten danken. Euer Mut hat Minato. Ich weiß, der ein oder andere findet es irritierend, wenn der Avatar im Mount immer wieder verschwindet, aber bei solchen Sequenzen habe ich ihn lieber außerhalb des Bildes. Das Kimono am Himmel sahen. Und zwar nicht bewusst, dass die Menschen in Minato das Kimono Amaterasu Sonnenschwinger nennen. Es wäre schön, wenn Amaterasu. Die Sonne über Minato. Das Naruto-Meme entsteht das hier. Zweifeln wir doch sehr. Aufgrund unseres beinahe Missgeschicks mit dem Erdspalter haben wir uns erneut gefragt, was wir noch für die Stadt tun können. Wir haben uns bereits mit Vertrauten beraten. Sie empfahlen uns, die Stadtverteidigung zu verbessern, da weitere Angriffe nicht ausgeschlossen werden können. Also haben wir Handwerker des Tsuruhashi-Clans aus der Hauptstadt herbeordert. Sie sind berühmt für ihre Karakuri und den Bau großer Strukturen. Ich kann es kaum erwarten. Wir teilen eure Freude. Sie werden sehr zur Stärke unserer Stadt beitragen. Es gibt jedoch eine Angelegenheit, die uns beunruhigt. Üblicherweise würde man aus der Hauptstadt über den Seeweg nach Minato reisen. Aber es heißt, der südliche Ozean sei momentan zu gefährlich.
Der Clan muss daher den Landweg nehmen, was bedeutet, dass die Handwerker die Akikore-Schlucht durchqueren müssen. Das Land dort wurde durch Kriege völlig verwüstet. Und als die Kemono überhand nahmen, wurde die Schlucht abgeriegelt. Wir haben veranlasst, die Schlucht wieder zu öffnen. Wir würden euch bitten, die Handwerker dort zu treffen und ihnen Geleit zu gewähren. Und irgendein Vieh wird uns angreifen. Gut, dann wissen wir, dass sie sicher ankommen werden. Wenn ihr uns nun entschuldigen würdet, wir haben weitere Vorbereitungen zu treffen. Alles klar, Prinzessin. Alles klar. Und das Vieh, das hat so viele Sorgen bereitet. Ah, guck mal, Wind wäre ganz effektiv gewesen. Immer ganz interessant zu gucken. Und man kann natürlich sehen, was die so droppen würden. Ja, der staubt den Spiegelstein, aber kann ich den jetzt überhaupt direkt nochmal jagen, wenn ich das wollen würde? Zwischen Kapitelwechseln. Welche Kimono in verschiedenen Gebieten auftauchen, verändert sich im Laufe der Haupthandlung. Du kannst über die Karte zwischen den Kapiteln wechseln und die Aufgaben angehen, nach denen dir der Sinn steht. Ah. Anders könnte ich die jetzt nicht nochmal jagen. Na gut. Da übrigens, wo dieses Ringsymbol da ist, mehrfach. Das sind einfach nur Sachen, die man verkaufen kann. Das habe ich schon rausgefunden. Dass die wirklich nur zum Verkauf taugen. Beispielsweise hier jetzt im Inventar, hier die Panzerkoralle. Die wäre eigentlich mehr oder weniger hauptsächlich zum Verkauf. Die bringen dann auch ordentlich Asche. Oh, ich kann eine neue Waffe bei ihr schmieden. Ah, ihr seid hier. Perfekt. Ich habe gerade einem neuen Prototyp den letzten Schliff verpasst. Würdet ihr ihn für mich ausprobieren? Natürlich. Es ist eine Waffe, die ihr schon kennt. Die Handkanone, die ich für euren Kampf mit dem riesigen Bären gebaut habe. Aber ich habe euch damals enttäuscht, als sie im Kampf kaputt ging. So eine wichtige Waffe. Ich habe als Schmiedin versagt. Also habe ich sie überarbeitet, damit sie zuverlässiger funktioniert. Ich bin gerade damit fertig geworden. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, um für euch eine neue Waffe zu entwickeln. Ich glaube, ich habe mich dieses Mal selbst übertroffen. Ich würde wirklich gern eure Meinung dazu hören. Okay, bin gespannt, was du mir da geschmiedet hast. So vom mächtigen Kemono. Bitte rüstet euch sorgfältig aus. Also gut. Mal sehen, was ich tun kann. Die Handkanone, Krallenklinge und den Karakuri-Stab haben wir jetzt neu. Ich baste von allen dreien mal eins. Da kann ich die gleich einmal ausprobieren. Naja, die Handkanone kenne ich ja schon. Alter. Ihr seht das, ne? Das ist die Maus, die sich so nach rechts zieht einfach. Obwohl ich die nicht mal ansatzweise berühre. Es geht mir gerade so auf den Nerv. Ich denke, da. Okay. Einfach mal ein Shuriken. Dass ich auch werfen kann. Okay.
Okay, die Waffe ist interessant. Eine mittelschwere universelle Könnt die Maus mal bitte aufhören? Danke. Eine mittelschwere universell einsetzbare Waffe, die zwischen 5 Formen mutieren kann. Okay. Aber beim Einsatz viel Geschick erfordert. Okay. Okay, man übertreibt einfach mal. Okay, da müsste man übelst viel üben, damit man die Waffe beherrscht. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen. Schaut so oft vorbei, wie es. So, dann probiere ich mal die Krallenklinge kurz aus. Okay. Damit kann man schnell zuschlagen, auf jeden Fall. Das ist auch eine interessante Waffe. Schaut so oft vorbei, wie es euch beliebt. Sag mal, haben jetzt alle meine Waffen hier diese Karakuri-Funktion? Also diese Leiste da unten. Nee, der Bogen hat's, glaube ich, nicht. Ah, da seid ihr ja. Weil die anderen beiden Waffen halten auch eine Leiste gerade. Kann ich euch sonst noch irgend... Ah, ihr seid hier. Nee. War offenbar nur bei den neuen drei. So, die Handkanonen hat's bestimmt auch. Okay. Was genau ist dieses Key-Basis-Beschwören? Okay, alles Waffen, die ich noch lernen muss. Ist das da unten eine Überhitzungsleiste? Ja, das ist eine Überhitzungsleiste. Schaut so oft vorbei, wie es. Okay, ich teste die gerne irgendwann mal. Aber bisher fühle ich mich mit den Klingen hier, also mit den Katanas, eigentlich ganz wohl. Ah, genau euch hatte ich gesucht.
Okay. Ich sollte ein paar Materialien abwerfen, die der junge Yataro sicher sehr nützlich finden wird. Der Typ, der einfach nur Deko bastelt und nicht mal irgendwie anspruchsvolle. Er war ganz allein, hat es aber irgendwie nach Minato geschafft. Ich sage euch, er hat ein natürliches Talent für das Herstellen von nützlichen Dingen. Naja. Er ist besser als jeder andere hier. Aber egal. Wo ich soll ein Kimono jagen. Ja, natürlich. Ja, da hat er sich schon mal beschwert. Zieht los und erlegt dieses Kimono. Und wenn sollte der Junge davon erfahren, sagt er bestimmt, ich würde meine Nase in Angelegenheiten stecken, die mich nichts angehen. Ja, das hat er auch letztes Mal gesagt. Was soll ich da überhaupt jagen? Ach, das sind diese Marder, oder nicht? Ja, das sind diese Donnermarder. Zwei davon. So, hier oben will einer was. Zumindest konnte ich mir das von der Richtung her denken. Da ist ein neues Symbol. Ach, du willst was. Stimmt, Natsumes Auftrag habe ich jetzt auch nicht angenommen. Ich habe einen Auftrag, der jemanden mit euren Fähigkeiten erfordert. In der Stadt werden einige Materialien von einem bestimmten Kemono benötigt. Ihr findet es auf der Seeleninsel. Bitte bringt sie auf direktem Wege zu Suzuran. Leider kann ich euch nur eine bescheidene Belohnung anbieten. Doch ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar. Wir wissen eure Unterstützung zutiefst zu schätzen. Ach, hier sitzt die Prinzessin. Die Handwerker sind in den Besten. Diese Aufzeichnungen repräsentieren. Warte, wir reden direkt auch nochmal mit Natsume. Brauche ich den Avatar nicht sofort wieder ins Bild setzen? Ich habe gehört, ihr werdet den Handwerkern entgegeneilen. Ja. Seid vorsichtig. Die Leute sagen, dass es in der Ernteschlucht im Westen viele starke Kemono gibt. Dennoch ist es wunderbar, dass Prinzessin Toga solch begnadete Holzarbeiter angefordert hat. Sie können nicht nur Häuser bauen, sondern auch Waffen zum Schutz der Stadt. Denkt nur an den Fortschritt, den wir bei den Karakuri erzielen können. Erinnert ihr euch noch an die Ruinen auf der Seeleninsel? Ich habe dort Fragmente einer Steintafel von Jägern aus vergangenen Zeiten gefunden. Okay. Darauf war ein riesiges Karakuri zu sehen. Und um es herum viele tote Kemono. Große Kemono. Ich glaube, dass sich die Jäger damals so gegen die Kemono verteidigt haben. Sie sollten dann eventuell eins davon herstellen. Ich auch. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. Es gibt aber immer noch viele Konstruktionsdetails, bei denen wir unsicher sind. Suzuran und Nobu haben wie besessen die Stadtarchive von Minato nach weiteren Informationen durchsucht. Aber selbst wenn wir herausfinden, wie es gebaut wurde, wissen wir noch nicht, ob es in Minato Leute mit den notwendigen Fähigkeiten gibt. Doch mit den Handwerkern aus der Hauptstadt könnte es dennoch klappen. Wie auch immer, hoffentlich wird all das noch lange nicht notwendig sein. Wir haben noch genug Zeit, eine Lösung dafür zu finden. Ich werde natürlich helfen, wo ich nur kann. Alles für Minato. Bis zum nächsten Mal. Ein Wort genügt. So, ich muss erstmal noch deinen Auftrag akzeptieren. Ach ja, ich hatte gehofft, dass ihr mir einen Gefallen tun könntet. Würdet ihr mir Materialien eines Lavarückens bringen? Ich hoffe mal, dass ich die schon habe. Ich habe großartige Ideen, aber nicht genug Material, um sie umzusetzen. Das ist so frustrierend. Immer nur Arbeit, nicht wahr? Dies ist das Mindeste, was ich für Minato tun kann. Es tut mir aber leid, dass ich euch deswegen noch mehr Arbeit aufbürden muss. Yoshichi hat mich gebeten, einige durch Karakuri angetriebene landwirtschaftliche Geräte für die Bauernzunft zu bauen. Werkzeuge herzustellen bringt seine eigenen Herausforderungen. Es macht Spaß und vielleicht kann ich mir einige Konzepte für neue Waffen abschauen. Oh, tut mir leid, wenn ich störe. Ich wollte nur wissen, wie ihr mit der Reparatur der Harpunen vorangekommen seid. Ah, keine Sorge, die habe ich nicht vergessen. Sammelt sie alle auf einem Haufen am Hafen. Ich werde sie dort später abholen. Danke, das wäre großartig. Lasst mich raten, ihr habt mal wieder endlos von Karakuri geschwärmt? Wird das nicht irgendwann mal langweilig? Langweilig? Oh.
Darüber habe ich noch nie wirklich nachgedacht. Ich möchte nur, dass Minato eines Tages seinen alten Glanz wiederfindet. Und die Karakuri sind der Schlüssel dazu. Und nun, da wir einen solch begnadeten Jäger in... Ja, ihr solltet aber euch nicht wirklich so extrem drauf verlassen. Ihr seid noch immer dieselbe kleine Garnele wie damals. Ja, also, was diese Materialien angeht, ihr solltet die Lavarücken auf der Seeleninsel finden können. Ich will den nicht nochmal bekämpfen, der ist ekelhaft. Ach, du hast auch noch einen Auftrag für mich, natürlich. Ahoi, ein neuer Tag, eine neue Jagd? Klingt gut. Gerade wollte ich selbst... Hey Nobu, ihr geht nirgendwo hin. Es ist ein Tag für Landgang, und das wisst ihr. Oh. Jingoro. Ja, ich weiß, aber wenn wir nicht bald etwas fangen, wird den Leuten hier das Essen knapp. Rumorende Mägen sind nichts gegen das Rumoren der See. Wollt ihr wirklich rausfahren? Ich muss es tun. Ich will das Wetter nicht herunterspielen, aber wir brauchen den Fang. Euer alter Herr wäre enttäuscht von mir, wenn ich zuließe, dass euch etwas passiert. Wartet, bis ich sich etwas beruhigt, mein Junge. Um was geht es denn? Die See ist derzeit besonders rau. Manche vermuten, dass Kemodo daran schuld sind. Der letzte gute Fang ist lange her. Wem nützen wir Fischer etwas, wenn wir nicht auf dem Wasser sind? Was sollen die Leute essen? Und wenn die See sich nicht beruhigt, wie kommen wir dann zurecht? Deswegen ist Landwirtschaft wichtig. Eigentlich, Nobu. Auch wenn ich verstehen kann, wie ihr euch fühlt. So wie ich das sehe, wird die Lage nie besser, wenn keiner bereit ist, ein Risiko einzugehen. Aber keine Sorge. Wenn ich ein Kemono sehe, laufe ich einfach weg, wie immer. Im schlimmsten Fall locke ich es dann immerhin von den anderen weg. Genau das bereitet mir Sorge. Storal. Ob ihr wohl helfen könntet? Mitgehen. Das ist ein Indianername. Storal. Ein fähiger Jäger. Wenn dieser junge Hitzkopf sich mit einem Kemono anlegt, könntet ihr eingreifen, oder? Wenn es euch glücklich macht, Jingoro, soll es mir recht sein. Es wäre beruhigend, euch dabei zu haben. Ich wollte heute mit dem Boot zur Seeleninsel rüber. Ich nehme an, ihr habt noch etwas zu erledigen. Treffen wir uns später da drüben. Klingt gut. Verzeiht die zusätzliche Arbeit. Oh, kann ich ein Bad nehmen? Oh, ich sollte euch wohl grüßen. Willkommen. Danke. Warum seid ihr hier? Ihr habt sicherlich gesehen, wie Karakuri in ganz Minato zum Leben erwacht sind. Die Karakuri dieses alten Badehauses ebenfalls. Als die Ältesten beschlossen, diesen Ort wieder aufleben zu lassen, bot ich mich als Aufseher an, um meine Gedanken zu sortieren. Ich hatte dieses arme, verwahrloste Paradies schon ins Herz geschlossen, als ich es zum ersten Mal sah, noch bevor die Karakuri wieder arbeiteten. Dies ist nun mein Beruf und ich werde hart arbeiten. Das Wasser ist bereit, wann immer euch danach ist. Okay. Vielleicht könnt ihr ja jetzt, da alle Karakuri in Minato wieder funktionieren, auch eure eigenen Karakuri in der Stadt nutzen. Ich denke, dass sich diese Flugleine als nützlich erweisen könnte. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Oh. Willkommen. Ich habe gehört. Ich will ein erholsames Bad. Erholsames Bad, also. Hasenfrucht, Federkrallenkamm, Schwanzfeder des gezähmten Kemono. Oh, ein erholsames Bad, also. Dann halt nur ein Bad. Oh ja, bitte. Ihr könnt mir eure Kleidung und eure Habe anvertrauen. Lasst euch Zeit. Entspannt einfach. Ich hab die Angst, dass du gleich in das Bad reinkommst. Das nennt man aber nicht nackt. Na gut, muss ja auch kinderfreundlich irgendwo bleiben. Einfach mit den Klamotten da rein. Ich nehme Freiluftbad, Leute.
Oh, guck mal. Man hat mir sogar Getränke bereitgestellt. Das ist aber nett von ihm. Und bei euch so, Leute, nehmt ihr auch gerade ein entspanntes Bad, während ihr mir hier zuschaut? Ich hoffe mal nicht. Also, nicht mit dem entspannt dem Teil. Ich meine wirklich, dass ihr das in der Wanne guckt. Am Ende fällt durch Handy oder sonst was rein. Das ist ja komplett useless, das Bad. Ja, hier oben auf dem Weg wahrscheinlich. Ja. Kein Wunder, dass ich dich von unten nicht finde. Ich dreh dich da runter. Oh, ich habe eine Bitte an euch. Welches Vieh darf ich für dich erledigen? Die traditionellen Jagdlieder unserer Stadt? Sie erzählen von all den tapferen Jagenden, die es im Laufe der Zeit in Minato gegeben hat. Also wird es über mich auch ein Jagdlied geben? Sie mir vor ihrem Tod beigebracht. Und es ist meine Pflicht, sie an die nächste Generation weiterzugeben. Leider verliert Minato schleichend sein Vermächtnis, das sehr von der Jagd geprägt ist. Ich habe noch nie eine Jagd mit eigenen Augen gesehen. Wie kann ich diese wunderbaren Lieder weitergeben, ohne zu wissen, wie die Jagd aussieht? Was es wirklich bedeutet, zu jagen? Bis ihr hier aufgetaucht seid, haben diese Gedanken jeden Tag an mir genagt. Aber nun, da ihr hier seid, bietet sich mir eine einmalige Gelegenheit. Erzählt mir von der Jagd. Schildert mir die atemberaubenden Geschichten, die sich in euer Herz gebrannt haben. Okay. Ich bin sicher, dass die Schilderungen eurer grandiosen Taten auf der Jagd die Lieder lebendiger werden lassen. Erzählt mir doch zu Beginn vom großen Bären. Schildert mir, wie euch das mächtige Gebrüll des Erdspalters bis ins Mark getroffen hat. Er hat gebrüllt. Und er war schwach. Das ist die Geschichte. Ah, ich kann den Erdspalter nochmal jagen. Danke. Darauf habe ich gepokert. Warte mal, jetzt kann ich das doch eigentlich testen. Schmiede hier hin. Damit ich überhaupt Ausrüstung wählen kann. Weil hier schwört ja auch das ein oder andere Vieh rum. Die Krallenklinge sah nämlich so aus, als ob die auch so eine Leiste hatte. Ja, da. So eine Karakuri-Leiste. Kann ich ja mal am erstbesten Lebewesen testen. Ja, die Waffen haben auch diese Karakuri-Leiste. Oh! Der krallt sich auch fest. So, tut mir leid, meine kleine Schildkröte. Ich wollte nur wissen, ob sich da die Leiste füllt. Ich habe irgendwas getroffen. Womit das Spiel nicht einverstanden war. Müssen ihn ja nicht sofort töten. Ich vermute hier halt auch ein Zukommen. Und die sind immer eine Aufwertung. Ich will die schon alle mitnehmen. Ich werde demnächst generell mal eine Sammeltour mit denen machen. Weil ich die Lebewesen alle ignoriere. Also die großen Kemonos. Und dass wir wirklich einfach mal auf so eine Tsukumo-Jagd gehen. Dass wir gucken, dass wir in den ganzen Gebieten die mal alle gesammelt kriegen. Ich will dafür keinen Guide oder irgendwas in der Art. Ich will die wirklich selbstständig alle finden. Ich habe ein Dokument. Artikel 15. Die Insel Natsukodachi wird hiermit aufgrund der starken Ausbreitung von Kemono zu einem Gefahrengebiet erklärt. Der Zutritt ist ohne ausdrückliche Genehmigung strengstens verboten. Alle Schiffe müssen eine offizielle Erlaubnis einholen, um die Gewässer rund um die Insel befahren zu dürfen. Jäger müssen... Nachricht abgehackt. Ich sehe das Ding sogar. Aber warum stehst du an so einem echt gefährlichen Ort?
Ich wusste doch, dass hier eins ist. Bei so einem riesigen, gekenterten Schiff. Aber du stehst echt doof, Kollege. Würdest du jeden Platz aussuchen können? Warum da? Kann hier übrigens auch nicht sprinten. Sicheren Weg runtersuchen. Ich sehe direkt noch einen Tsukumo. Für uns den hätten wir dann hier schon mal. Ich kann hier einen Brunnen bauen. Am Ende der Klippe würde ich auch noch einen Tsukumo vermuten. Wie gesagt, wir müssen den Donnermarder nicht sofort erschlagen. Steht ja kein Grund zur Eile. Boah, ich muss mir an der Nase kratzen. Ist hier echt keiner von meinen kleinen Freunden? Auf den Korallen! Den Sprung konnte ich natürlich überleben. Ach, da ist mein kleiner neuer Freund. Aber warum denn nicht da oben? Warte mal, hatte ich hier nicht auch ein Lagerfeuer? Tsukumo verbessern. Schnelle Heilung, bitte. Heilungsfähigkeiten sind immer gut. Oh, Nobu, Nobu, dem Himmel sei Dank. Ihr versteht es, mir graue Haare zu machen. Es tut mir leid. Wir müssen ein Kemono erzürnt haben, das sonst keinen Ärger macht. Es greift nur an, wenn sein Territorium in Gefahr ist. Nichts passiert. Seht, mir geht es gut. Niemand war in Gefahr. Keine Boote wurden beschädigt. Elender Thor, dass ihr diesmal davongekommen seid, heißt nicht, dass ihr nicht in Gefahr wart. Was wäre nur passiert, wenn ihr allein gefahren wärt? Ich saß hier auf glühenden Kohlen. Andere Fischer berichteten von einem Brüllen, das sie im Norden der Insel gehört hatten. Im Norden? Nein, das Kemono war auf der Südseite. Aber es tut mir leid, dass wir euch Sorge bereitet haben. Seid doch nicht so unverantwortlich. Wir schulden es eurem Vater, auf euch aufzupassen. Wenn euch etwas zustößt, könnte ich mir das nie verzeihen. Es tut mir leid, dass ich euch damit hineingezogen habe. Ohne euch hätte ich nicht überlebt. Wie seht ihr die Sache eigentlich? Findet ihr mich unverantwortlich oder verlässlich? Ich finde, ihr tut euer Bestes. Ihr müsst nicht höflich sein. Ich bin manchmal nicht sicher, ob mein Bestes gut genug ist. Das letzte Oberhaupt der Zunft, mein Vater, war ein großartiger Fischer. Aber er starb auf See. Die Rolle wird jedoch vererbt. So war es schon immer. Deshalb versuche ich, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Aber es ist nicht leicht. Manchmal ist es wie Rudern mit nur einem Paddel. Ich versuche, ein guter Anführer zu sein, aber dann bereite ich Jingoro Sorgen, wie vorhin. Ja, ich habe noch viel zu lernen. Aber ich schaffe das. Bitte entschuldigt jedenfalls all den Ärger. Und vielen Dank. Ach, kein Problem. Dafür bin ich doch da. Ihr wollt wissen, was noch zu tun ist? Hier ist die Liste. Und schon wieder hat sich in die Mitte gebackt. Ah, ich habe alle Erfolge da unten schon bekommen.
Man muss mit verschiedenen Waffenarten jagen. Na gut, das kann man ja alles offscreen so ein bisschen machen. Das sind ja Nebenquesten. Ansonsten habe ich jetzt hier nichts weiter zu tun mehr für heute. Im Übrigen, offscreen würde ich so dann gucken, dass wenn ich Tsukumus finde, dass ich die einfach stehen lasse und mir eventuell so Screenshots mache. Dass ich die dann einfach onscreen dann einfach einsammle, wenn ich welche finde. Die verarbeiteten Lebensmittel sind fertig. Wir können uns angucken, was wir hier zusammengepökelt haben. Gewürztes Gemüse. Oh, das macht eine sehr gute Verstärkung gegen Holz. Da müsste man halt alle Waffen einmal anständig lernen, ne? Ich glaube, die Kanone hier, die mache ich mal zu der Wasserkanone. Weil die wäre eigentlich ganz gut, um den Affen fertig zu machen, wenn ich nochmal Bock auf ihn habe. Ich könnte auch nochmal gucken, die Kanone selbst ist ja auch gut gegen den großen Bären. Gegen was ist der schwach? Dann würde ich mir dagegen auch eine Kanone machen. Ah, gegen Wind. Ich muss halt auch schon sagen, die Handkanone gefällt mir wesentlich besser als Fernkampfwaffe als der Bogen. Nein, nicht sofort ausrüsten. So, verbessern. Und dann machen wir davon noch eine Kanone. Ja, offenbar braucht man die Spiegelsteine für das Zwischending. Für heute würde ich dann aber auf sich beruhen lassen. Ich gucke, dass ich, wenn ich eh ein erneutes Vieh jage, dass ich dann einfach wirklich die Jagd so von dem erneuten Vieh rausschneide, Tsukumus drin lasse, dass ich eins dem dann zusammenpacken kann. Bei verschiedenen Jagden teile ich das ja in verschiedene Videos auf bei YouTube. Deswegen erwähne ich das eben kurz nochmal. Naja, wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen. Follow auf Twitch. Und für YouTube verabschiede ich mich an dieser Stelle. Tschüss euch und einen schönen Tag euch noch.